Moinsen und zum Miritz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1941. Wir sind hier auf dem Weg nach Kiew, nördlich von Gomel, in einen Hinterhalt geraten. Hier oben war das, glaube ich, also südlich von Mogilev her. Und der hätte uns beinahe Hauptmann Wagner gekostet. Da konnten wir uns gerade noch so draus befreien und jetzt rücken wir hier auf Gomel vor. Und von zwei Flanken im Prinzip, ne? Eine Flanke ist hier drüben durchmarschiert, nähert sich jetzt hier südlich bzw. östlich der Didest Sosch an Gomel an und die andere Flanke hat sich hier so ein bisschen aufgeteilt, nähert sich hier nördlich von Gomel an. Da haben wir auch schon Stellung bezogen auf jeden Fall. Und habe ich beim letzten Mal gar nicht die Runde beendet? Scheinbar nicht. Normalerweise höre ich ja immer auf, nachdem ich die Runde beendet habe und der Gegner dran war. Aber irgendwie diesmal scheinbar nicht. Ha, ist ja ein Ding. Dann schauen wir doch mal, was der Gegner hier anzubieten hat. Nächste Runde ist es leider ein bisschen bewölkt. Gucken wir mal. Ja, hier drüben sind noch zwei, ja, nicht versprengte Einheiten, ne, aber die sollen hier drüben dieses kleine Dorf einnehmen. Die haben vorher das Dorf hier eingenommen. Die werden sich da gleich wieder anschließen. So, da feuert die Artillerie ein bisschen. Ja, hier drüben feuern die auf unsere Azul-Infanterie, damit dann diese regulären sowjetischen Truppen da angreifen können. Die sollten offensichtlich ein bisschen Platz machen für die schwere Infanterie. Nicht so richtig funktioniert. Jetzt kann ich gar nicht gucken, was das war. Das war es eine Panzerabwehreinheit oder was war das? Achso, die müssen wir erstmal platt machen, aber jetzt schaffen wir unsere Flammenpanzer hier. Also, dann darf die Azul-Infanterie hier vorrücken auf die Artillerie. Wunderbar. Sehen wir hier trotzdem noch nichts? Sind die getarnt oder so? Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Lassen wir euch mal hier hinfahren. Ach, da hinten stehen die. Das ist eine Panzerabwehrkanone. Kommen wir an die ran? Nee. Ah, vielleicht doch. Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir erstmal die Jungs hier vorne wegnehmen. Ihr habt nur noch einen Bewegungspunkt, das heißt, ihr würdet dann hier festsitzen. Ah, das ist natürlich akkurat ungünstig. Ihr seid Gebirgsjäger, ihr könnt einen Gewaltmarsch hinlegen. Die Flugabwehr ausschalten, so, und dann kommen die hier nämlich durch. Das geht nicht. So, und da hat der sture Emil die einfach platt gemacht. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die hier schützen. Drei zu fünf. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich ein paar Bomber bemühen. Ihr könntet hier eigentlich direkt, wo ihr steht, gibt es hier drüben keinen Flughafen? Doch, da gibt es einen Flughafen. Und von hier aus kommen wir auch hier ran. Ne? Das heißt, die Jungs müssten eigentlich nach hier unten verlegen. Aber die hatte ich extra hier oben gelassen, damit die hier noch ein bisschen aushelfen können. Das scheint aber nicht so richtig zu helfen. Gucken mal. Könnt ihr nochmal angreifen? Ja. Was war das denn? Beim zweiten Angriff hat schon wieder keine Animation gespielt. Ha, okay, das war ganz in Ordnung. Natürlich nicht so krass, wie ich mir das gewünscht hätte, aber nee, irgendwas immer. So, hier hinten, ich glaube da, ne, gurken die rum.
So eine hässliche Flugabwehr. Wie gehen wir denn hier ran am besten? Okay, hier ist tatsächlich niemand. Dann können die hier auch ungebremst vorstürmen. Müssen wir halt nur gucken, wie weit unsere Panzer kommen. Von hier aus können wir halt niemanden erreichen. Der Panzer 2 ist ein bisschen langsam. Na gut, wir rücken einfach mal bis hierhin vor. Gucken mal. Ja, hier die rechte Flanke kriegen wir halt nicht vernünftig besetzt. Das ist aber nicht ganz so tragisch. So, die Azul-Infanterie kann hier am Fluss entlang marschieren. Und dann müssen wir euch auf jeden Fall irgendwie auch verlegen. Ach, bei dem Wetter brauchen die gar nicht losfliegen eigentlich. So, die Jungs hier müssten zwei haben, ne? Aha. Ihr seid da also. So, wir gucken mal. Wir sind ja so ein bisschen. So ein bisschen geschützt. Wir lassen euch mal hier drüber fliegen. Genau, das ist nämlich die Flugabwehr. Gucken wir mal, ob wir denen hier ein bisschen Angst machen können. Also, dann buddeln wir die hier ein bisschen aus. Ach, die haben echt einen getroffen. Also, das war doch schon mal ganz gut. Seid ihr Pioniere? Die auszugraben wird natürlich schwierig. Ihr könnt euch hier erstmal verstärken in Ruhe. Wir warten hier eh noch auf unsere Spezialtruppen. Ihr könnt die Jungs ein bisschen ausgraben. Ihr besetzt einfach diesen Flugplatz hier, damit sich halt niemand der. Also da dürfte nirgendwo jemand sein. Ah, für den Fall, dass da irgendjemand noch versprengt in der Gegend rumgurkt. Reichweite 2, 3, 3, ja, 3. So. Dann müsste das jener Zug gewesen sein. Ja, die könnten ja halt irgendwie. Die könnten ja so ein kleines Umgehungsmanöver starten. Dann würde ich die Artillerie halt ein Feld zurückziehen für den Moment. Das würde gehen. Die haben ja auch keine Bewegungsfähigkeit hier irgendwie, die Typen.
sind die Jungs einfach hier hin. Wenn die halt den Ausfall starten wollen, sollen die jetzt machen gegen Panzer im offenen Gelände, sehen die Pioniere nämlich ganz schön alt aus. Wo kommt denn ihr her? Mangelhafte Aufklärung nennt man sowas, ne? Oha. Ascending. Da wissen wir ja gleich, was wir hier zu tun haben. Hier. Stellt fest, mehr kommt von da hinten nicht. Okay. So, da ist unser Panzer 3. So, dann würde ich die Jungs hier natürlich super gerne einkesseln. Vielleicht auch ohne mich selbst einkesseln zu lassen. Ja, könnte schwierig werden, ne? Ich glaube, die Jungs bleiben einfach hier stehen, so wie sie. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir uns hier nämlich so ein bisschen vorschieben. Kriege ich hier einen Aufklärer dran? Ja, da würde ich einen Aufklärer haben. Bleiben standhaft, was uns hier natürlich erlaubt, jetzt diese Panzer zu verstärken. Ja, ich beide Panzer. Nee, das hier ist ein Panzer 4. Okay. Noch ein Bewegungspunkt? Nee, gar keinen. So, haut doch wunderbar hin. So, dann haben wir auf der Seite hier nämlich schon mal einen Kessel, der hier auch geschlossen ist auf dieser Flussseite. Und jetzt müssen wir die Jungs halt nur noch daran hindern, sich von dieser Flussseite aus zu verstärken. Hier ist doch die Super Azul-Infanterie am Start, ne? Ja. Das war ein bisschen teuer erkauft. Die kriegen die nicht mal erledigt. Da, was soll's? An da. So, euch sollte ich hier nicht vergessen.
Was mache ich denn mit dem? Erstmal stehen lassen, ne? So, ihr dürft euch hier am Sumpf entlang bewegen, das ist alles cool. Die Gebirgsjäger werden hier die Stadt halten, denke ich. Oh, die haben überlebt. Was ist da mit euch los hier eigentlich? Habe ich hier nicht. Ne, Panzer 2 habe ich hier gar nicht. Na gut. Die Jungs hier will ich haben. Die sind halt ziemlich krass eingegraben. So, aber jetzt kriegen wir hier wenigstens den Kessel so ein bisschen an den Start. Als wenn ich hier hingehe, nee. Dann kann ich genauso gut hier hinten hinfahren. So, ihr kommt da nicht vorbei, das ist sehr gut. Ah, wenn die, ach so, das ist ein großer Fluss, da kommen die natürlich nicht rüber. Wenn da natürlich rüberkommen könnten, wäre das Premium. Ich denke, ich habe alle, zumindest alle relevanten Einheiten. Also, wie kriegen wir denn diese Brückenpioniere da weg? Was ist 3 zu 4? Ja. Warum denn nur 3 zu 4? So, da müssen wir es jetzt hier irgendwie ein bisschen regnen lassen. Ah, ja, ist egal. Ja, eigentlich. So, und da, sorry, dann machen wir hier den Kessel nämlich einfach zu. Eins finde ich voll nicht gut. Ich weiß nicht, warum die gerade so schwach sind gegen die Jungs.
Mein Panzer brennt so ein bisschen. Die Frage ist, ob das beabsichtigt ist. So, und dann können die Panzer hier einfach einmal durchrollen. Die Asumava. Hier. Nehmt diese Brücke hier ein und dann sind wir nämlich durch, ne? Würde ich. Lol, hat das hier keiner eingenommen? Okay, dankeschön. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Dann besetzt die Azul-Infanterie das Ding hier. Halbe Stunde hatte ich geschätzt beim letzten Mal. Wird das hier noch dauern? Hat es aber tatsächlich nicht, sondern nur knapp über 20 Minuten. Herr General, ich habe schreckliche Neuigkeiten. Oh nein, Hauptmann Wagner ist seinen Verletzungen erlegen. Hauptmann Wagner ist auf Urlaub in Spanien. Leutnant Gerd bricht seinen Satz ab und verstummt dann, bevor er sich wieder sammelt. Wir haben Stefans Leiche geborgen, aber die Sanitäter glauben nicht, dass er es schaffen wird. Haben wir seine Leiche geborgen? Ich meine, dann würde ich verstehen, wie die Sanitäter zu dem Urteil kommen. Oder haben wir seinen Körper gefunden? Ich versuche, seine Aufgaben zu übernehmen, aber ich wurde nicht dafür ausgebildet. Ich werde mein Bestes geben, aber diese zusätzliche Arbeit ist zu umfangreich, um sie neben den Anforderungen der Versorgungs- und Geheimdienstorganisation zu bewältigen. Bitte, mein General, ich brauche mehr Zeit, um mich einzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alle Aufgaben des Hauptmanns zu übernehmen, wenn wir weiter in Richtung Kiew voranschreiten. Historisch gesehen war die Militäroperation zur Einnahme von Gomel von geringer Bedeutung. Ja, glaube ich. Obwohl der sowjetische Widerstand schnell überwunden wurde, erschwerten die großen Entfernungen und die unwegsamen Feldwege die Logistik der Wehrmacht. Glaube ich. So. Ja, das war jetzt nicht so gut, ne? Dass unser getreuer Hauptmann Wagner, der uns anfänglich als Leutnant, aber von Anfang an zur Seite stand, jetzt irgendwie in Lebensgefahr schwebt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihn die ganze Zeit zu beschützen und irgendwo hinter den Linien zu halten. Und dann ist er hier halt statt unserer Aufklärer einfach nach vorne gefahren, auf diesen Hügel, um den Vormarsch zu planen. Ohne ausreichendes Geleit. Ah, bitter. Na gut. Ja, wir gucken mal, vielleicht überlebt er, vielleicht kriegt er eine Augenklappe oder ein Holzbein oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, er überlebt. Wir schauen mal. Noch scheint er ja zu leben. Keine Ahnung. Ja, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir, ich denke, auf jeden Fall in Richtung Kiew weiter vorrücken werden. Macht's gut und bis dann. Ciao.